Ja, und herzlich willkommen zurück zu Angerfoot Level 13 Import. Import? Erpressung. Speedrun? Nope. Tötet 20 Schläge mit Miniguns. Das heißt eigentlich, wir könnten wieder ein paar Schuhe anziehen. Ich würde doch mal wieder die Rechte nochmal versuchen. Ja, nehmen wir mal. Mit Miniguns. Aber wenn das eine Mehrzahl ist, also Miniguns. Habe ich vergessen, dann wissen die, glaube ich, dass hier gleich die Luzi abgeht. Shit. Gut, wir müssen aufpassen. Mit den Schuhen müssen wir halt aufpassen. Gut. Okay, das sind auch noch ein paar. Die Schuhe sind doch ein bisschen doof. Bye! Okay, wieso ist da eine Kaffeemaschine? Toilette. Ah, sehr schön, doch. Ich muss nichts verstehen. Okay, die sind alle dead da oben, sehr gut. Das hat fucking Miniguns. I see. Hey, waren das nicht drei? So einer ist da vorne. Okay. Okay. Schön. Wait, kurz. Okay, da geht's nicht. Da auch nicht. Ich leg das immer so, das ist nervig. Das war fies. Exit geht's da lang, aber wo geht's da lang? Das ist eine Treppe. Oh Gott!
Brauch deine Waffe! Zumindest irgendeine Waffe. Die ist leer. Die ist noch voll. Schön. Ich möchte doch noch kurz darauf schauen, was da ist. Okay, 43 und 60. Ah, okay. Das ist auch ein Skelett. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bons. Okay. Wenn du das sagst und meinst, dann hat ne. Was stand da, glaube ich, 50 Gegner? Oder 30, 20? Mit der Minigun. 20 Schläge, okay. Haben wir wahrscheinlich knapp verfehlt. Aber wir gehen mal weiter. Level 14. Glockhandel. Purist. Nur mit Ritten oder Pistolero? Entweder oder, also, naja. Ich hätte die Schuhe ändern sollen. Wenn da alle Leute immer in die Luft fliegen, ist es doch ein bisschen doof. Ne, warte, das ist auch doof. Wir nehmen die mal, die King Kicker. Der Weg zur Geschäftsführung? Der Heuschrecken? Sei vorsichtig. Schau keinem der Direktoren in die Augen. Sprich nicht in ihre Nähe und mach keine schnellen Bewegungen. Und ganz wichtig, atme nicht. Wieso habe ich jetzt keine Schuhe an? Ich habe alles verloren. Ich habe in die Brutalos investiert. Als ihr Anführer ermordet wurde, gingen die Aktienpreise in den Keller. Aber keine Sorge, ich hole das Geld wieder. Ich investiere einfach alles in die Kontaminierung. Die sind auch schon dead. Kaufen, kaufen, kaufen! Warte mal, habe ich 47 gesagt? Verkaufen, verkaufen, verkaufen! Ich liebe einfach den Humor in dem Spiel. Das Geldbad sieht echt verführerisch aus. Ich glaube, ich gehe noch einmal schwimmen. Kommt einfach unendlich Geld. Ja gut, wer es hat, der hat's. Statistisch gesehen bin ich der beste Trader. Statistisch gesehen. Ups, sorry, wer bist du? Sorry. Ich investiere in die Raumentdecker. Wir reisen zum Mond. Und das ist der Tresorraum. Hier wird alles von Wert aufbewahrt. Alles von Wert. Mhm. Ich sehe es doch. Oh.
Wie Sie sehen, durch Nutzung funktionsübergreifender Synergien mit dynamischem Markt Paradigmen unsere Innovationen finanztechnischen Neuerungen manipulieren nahtlos robuste Blockchain-Lösungen, optimierte Wertschöpfungen für Stakeholder und Förderung einzigartiger Monetarisierungsökosysteme in unerschlossenen Märkten, in weiterentwickelten, von Bullen geprägten Wachstumsabschreibungen veräußert und eine ausschüttungsfähige Anlegerkonditionierung sichergestellt und die Abwägung zwischen verbraucherorientierter Kapitalverbrechenswäsche und der Einbindung von Firmenlasterplanung in ein industrialisiertes 5- bis 6-seitiges Pyramidensystem. Ganz zu schweigen von den Vorteilen einer zukunftsweisenden Auflösung des Fondskorbs zugunsten konglomerierter Konzerneinkommensprojektion und Einführung einer Quasi-Finanzierung ohne Rechenschaftspflicht. Also, ich glaube, sie haben hier einfach beim Übersetzen die längsten deutschen Wörter gesucht, um möglichst irgendwie Verwirrung zu stiften. Was wiederum zu einer fiskalischen Mobilisierung von unkonventionellem, lokalem und räumlichen Denken führt. Und ungeachtet der Gewinnbegrenzung, die sowohl für die nördlich als auch südlich ausgerichteten Volkswirtschaften gilt. Außerdem die Umwandlung von multinationalem Vertrauen in agile Think-Tank-Motivation der bilateralen Scheckbuch. Was Öffnung und auch die spirituelle Förderung der Sofa-Sent-Mentalität, deren Projektionen finanziell und astral zeigen, dass sie die sprichwörtliche Schokoladendecke durchbrechen können. Können wir so zurück zur Untermauerung, es reicht, Untermauerung der wachsenden Geschäfte zurückkehren, um die Regeln für die Ausgaben von Anleihen zu ändern und das Gegenteil der positiven Schuldansammlung entnegieren, ohne den historisch profitablen Bedarf einer Steueroasenabsicherung und sprichwörtlichem Casino-Glücksspiel mit spekulativen Anlageklassen wie Geld und gebrochenen Versprechen zu verschwenderischen Geschäftsgeschenken wie Plastikschlüsselanhängen und Kaffeetassen. Ich hoffe, das bedeutet etwas. Meine Präsentation ist schon morgen. Ich habe absolut nichts verstanden, was er gerade gelabert hat. Scheiß Präsentation. Das kann ich sogar noch besser. Mann. Oh. Hello. Dieses Goldsofa ist nicht sehr bequem, aber solange die Leute sehen, dass ich reich bin, ist es das wert. Ich bin so unglücklich. Meine Frau hat mich verlassen und meine Sekretärin hat mich mit ihrem Ehemann betrogen. Das ist kein Betrug. Naja. Was sind das für Geschöpfe? Wir diskutieren seit Stunden. Wir müssen eine endgültige Entscheidung treffen. Ich bin für Pizza mit zum Mittag. Steak. Hamburger. Salat. Eis. Wie wär's mit gar nichts? Gar nichts und gar nichts und gar nichts, gar nichts. So, ich wollte noch kurz schauen. Ich dachte, hier gibt's vielleicht ein Achievement. Leider nicht, schade. Employee Surveillance, don't knock, we know you are coming. Okay. Wie sie sich abracken.
Drohnen, Sklaven des Systems. Armselig, widerlich, abstoßend. Wie soll ich bitte arbeiten, wenn in meinem Popcorn Ameisen sind? Hä? So. Hier machen wir die Büroankündigungen, mit denen Angestellten motiviert und wie inspiriert werden. Die Aktionäre sind immer wachsam. Du bist ersetzbar. Gewinner müssen wachsen. Ah, hier werden die Statuen gemacht. Aus Goldblöcken. Sorry, da hat das gerade nicht so gut getan, so komisch rumzuschreien. Die Heuschrecken können sich Hammer und Meißel nicht leisten. Keine Ahnung, wo die Gelder reingeflossen sind. Also mit einem Messer und was? Einem Rohr? Meißeln wir hier die Statuen? Aha, die Statue schaut schon durch. Da wurde einfach der Goldblock drüber gesetzt. Wir müssen da hinten lang. Halt, stopp. Kein Schritt weiter. Diese Rolltreppe ist nur für Geschäftsführer. Du musst zuerst die Karriereleiter erklimmen. Oder das Firmentreppenhaus nutzen. Okay. Funktioniert das Teil eigentlich? Nee. Also er hat die Karriereleiter bezwungen. Aus Prinzip. Jetzt geht's los. Health and Safety Department. Okay. Das war doof. Okay, hat doch geklappt. Thirst Fucker. Da kommen mehr als gedacht. Jetzt habe ich keine Waffe mehr. War nicht doch ein anderer? Ah, das waren schon zwei hier.
Okay. Was ist doof? Auch wieder doof. Auch doof. Nee. Sonst noch jemand. Alter, das legt ultra. Ich muss nachher gleich mal kurz schauen, ob ich das irgendwie wirklich mal richtig beheben kann. So, da war jemand. Executive Toilet, Executive Lunch. Oh no, jetzt kommen die. Wo ist die andere Waffe? Wo habe ich die andere Waffe geschmissen? Okay, I see. Willkommen in die Geschäftsabteilung. Lecker Sandwich. Die Geschäftsleitung hat hier ein paar andere Waffen auf. Tash. Irgendwas haben wir übersehen. Oder nicht? Ah, doch, 50, nice. Okay, nur mit Treten und entweder oder, das ist unglaublich schwer. Gut, das hat jetzt lange gedauert. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Von Angerfoot, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.